Herzlich willkommen zu Animal Crossing. Melinda hat heute etwas Aufregendes für uns parat. Und zwar im Namen unseres werten Museumsdirektors Eugen zu verkünden zum Internationalen Museumstag. Hält das Museum vom 18. Mai bis zum 31. Mai eine Stempeljagd ab. Oh, klingt das nicht spannend? Ich hoffe, alle schauen im Museum vorbei und machen eifrig mit. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß mit euch allen. Cool, der Museumstag ist da. Ich hoffe, wir kriegen den Museumsboden und die Wände. Das wäre richtig cool. Aber mal schauen. Mal schauen, Jesse. Weißt du, warum Brillen so genial sind? Mit denen kann man voll easy seinen Typ verändern. Deshalb habe ich dir die hier gekauft. Nicht, dass du eine Typveränderung nötig hättest. Das kam jetzt doof rüber. Ja, danke schön. Und Jorna? Danke, dass du immer bei mir Rüben kaufst. Ja, ich habe 10 Rüben gekauft. Danke, Jorna. Was schenkt... Oh Gott, mein Inventar ist ja mal komplett voll. Eine Laborbrille. Laborbrille ist cool. Cool. Behalte ich mal. Und ein Geschenk. Was haben wir hier? Ach, Bambussprossen. Stimmt ja. Die schenkt ja das nur. Ja, ich bin mal gespannt auf dem Internationalen Museumstag. Ich wusste gar nicht, dass es den auch in der realen Welt gibt. Ich dachte, den gibt es hier nur in Animal Crossing. Aber den gibt es tatsächlich auch in der realen Welt. Da war ich erstmal richtig baff auf jeden Fall. Hätte ich nicht mit gerechnet. habe ich nämlich gestern auf Twitter gesehen, dass die alle nur herumschreien wegen diesem Tag. Und ich dachte mir nur so, hä? Als ob es den Tag wirklich gibt. Aber ihn gibt es tatsächlich, wow. Ich fasse es einfach nicht. So, 10 Rüben, Schädeltapete ins Lager. So, Konzertflügel, ach. Mann. Den Vogel. Ja, ist ja ein Vogel, würde ich sagen. So, 2 Bäume haben wir hier noch. Die müssen wir gleich mal irgendwo hin platzieren, wo sie nicht stören. Und dann gehen wir jetzt erstmal gucken. Ich glaube, heute können wir auch das letzte Haus verschieben. Glaube ich. Ah, nee. Ich glaube, wir müssen noch 2 Häuser verschieben, ne? Ja, müssen wir noch. Okay. Super. Wir wollten zum Museum. Ich muss mal eben kurz gucken, ob Gulliver da ist. Nee. Also wahrscheinlich nicht. Rainer ist auch nicht da, okay. Dann laufen wir trotzdem den Strand hier eben entlang ab, wegen dem Rezepti. Ja, da hinten sehe ich, glaube ich, nichts. Nee, da ist nichts. Okay. Egal. Oh, da. Da ist ja was. Zack. So, gehen wir mal kurz hier rein, gucken, was es heute so im Angebot gibt. Ja. Oh, eine Rakete. Cool. Die Rakete ist cool. Die habe ich noch nicht. Ja, die nehme ich. Der Stuhl ist eigentlich auch hübsch, aber der kostet, glaube ich, so viel. Ja, komm, nehme ich mit. Eine Kletterwand. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die gebrauchen könnte, aber ich nehme sie auch mal mit. So, was sagen denn die Rübenpreise hier? 100. Ja. 100. Ich schreibe mir das mittlerweile einmal auf. Ich möchte es zumindest diese Woche aufschreiben, damit ich weiß, wann ich gute Rübenpreise habe. Deswegen mache ich das mal eben schnell. Heute haben wir Montag. Oh, 100. Abend. Okay, ich hoffe, ich vergesse es nicht, das weiterzuführen. Dann gehen wir eben hier hin. Ja, war ja irgendwie klar, dass es da wieder nichts gibt. Mann, ey. Nintendo. Oder
wer auch immer die Entwickler hier von Animal Crossing sind, ja? Könnt ihr nicht gescheitere Böden da machen? Besonderere? Oder jetzt erzieht er die ganzen 500 besonderen Böden für die entsprechenden Möbellinien. Ist ja hier einfach nur nervig. Nervig, nervig, nervig. Oh ne. Nee, nee, Rüdiger, du lässt mich bitte in Ruhe. Mit dir rede ich nicht. Oh. Mit dir will ich nicht reden. So, da oben scheint kein Fossil zu sein. Oder? Nee. Da oben ist kein Fossil, super. Müssen wir da schon mal nicht hoch. Und du lässt mich bitte in Ruhe, Rüdiger. Tschüss, Rüdiger. Du kannst nämlich nicht springen. Hoffe ich zumindest. Wenn doch, dann tut's mir leid für das Vorurteil, aber ich denke, das schaffst du nicht. Oh, das wollte ich hier immer noch wegmachen. Habe ich noch nicht geschafft. Gehen wir mal hier hoch. So. Hier ist auch kein Fossil. Okay, okay. Dann muss das ja alles da unten in der Stadt sein. Ich fasse es nicht. Aber wir würden eh noch das Rezept holen. Oh, Assisa ist da. Perfekt. Können wir gleich mal eben neue Böden kaufen. Ja, ne, da auch nicht. Da auch nicht. So. Da ist er. Da habe ich es endlich. So, was haben wir denn? Ein Pfirsch. Ein Pfirsich. Oh, Pfirsch. Pfirsch. Wir haben ja ein Pfirsch. So, da müssten ja hier ja ganz viele Dinger sein, oder? Hier sehe ich aber tatsächlich auch gar nichts. Ah, egal. Dann. Oh, hier. Haben wir was? Okay. Dann Assisa. Hallo. Hallo, Assisa. Ich will was kaufen bei dir. Eine Tapete, bitte. Ja. Bitte schön. Oh, sorry, Assisa, ich wollte dich nicht mit meiner Schaufel beglücken. Den Boden, bitte. Ja, danke, danke, Assisa. Du bist die Beste. So. Okay. Dann. Was haben wir bekommen? Blumen, Binsenboden und Baustellenwand. Baustellenwand haben wir, glaube ich, schon. Kann ich dann zum Eingang hinlegen, falls jemand braucht. Und dann gehen wir jetzt mal in das Museum rein. Er schläft. Hier wurde überhaupt nicht geschmückt. Mann, Mann, Mann. Huch, oh, huch. Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Anlässlich des Internationalen Museumstags halten wir heute eine Stempeljagd ab. Ich erläutere, die Insekten-, Fisch- und Fossilienausstellung verfügen über je 3 Stempelstationen. Exquisite Preise warten auf Sie, wenn Sie alle Stempelstationen der Ausstellung ausfindig machen. Dabei wartet jede Ausstellung mit ihrem eigenen Preis auf. Huh, ist das nicht prächtig? Sie sollten sich während Ihres Museumbesuchs definitiv einmal daran versuchen. Okay, ich habe hier trotzdem Fossilien. So, bitteschön. Bitteschön. Ja, ja, ja. Okay, dann nicht. Dann nicht. Dann nehme ich sie wieder zurück. Eugen. Dann nehme ich sie wieder zurück. Okay, okay. Was haben wir denn jetzt hier? Kopurin, Mammut und Petrano. Okay, dann gehen wir erstmal zum Fischen. Also einfach nur 3 Stempel suchen, oder was? Und das war's dann wieder mit dem Event. Das ist ja mal wieder hier richtig kacke, das Event. Hier haben wir einen Stempel. Teich.
Wie kleine Wasserathleten. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass man vielleicht Fische jetzt, also einen Fisch aus dem Teich fangen muss und den dann hier hinbringen muss, um dann den Stempel zu erreichen. Aber wenn man jetzt einfach nur hier dumm nur diese komischen Stempel hier macht, das ist ja immer wieder hier toll. Tolles Event. Tolles Event, ganz toll, Nintendo. Ist das ein Kack? Das ist echt ein scheiß Event. Ich meine, das Museum ist echt schön, ja, aber eine Stempeljagd im Museum, ja. So groß ist es jetzt auch wieder nicht, dass es Sinn machen würde. Unten nicht, dann hier oben wahrscheinlich. Was ist das denn hier? Nee, das auch nicht. Okay. Hä? Warte. Hier unten ist nichts. Ist hier unten was? Habe ich hier was nicht gesehen? Ne, hier scheint aber auch nicht zu sein. Okay. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Gehe ich nochmal hier hin. Alles in einem Raum? Die Stempel, das kann doch nicht sein, oder? Also 1, 2. Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch diesen großen Wasserraum. Ja, den habe ich fast schon übersehen. Stand der nicht da unten? Also im Trailer stand er da unten. Aber jetzt steht er hier oben. Okay. Korallenriff. Oder gibt es jetzt jeden Tag? Jeden Tag hier so Stempeljagd-Sachen. So. Cool, ich habe alle Stempel gesammelt. Gehen wir jetzt noch zu den anderen Dingern. Bereichen. Nachher kommt noch eine Folge Earthlook. Habe ich nämlich richtig Bock drauf, das zu spielen. Und ja. So um 17 Uhr dann. Habe ich mir so vorgestellt. Müsste es ja eigentlich passen. Ah, ne, oder es kommt morgen. Es kann auch morgen kommen. Kommt morgen kein Animal Crossing. Mal schauen. Na. Ruhebank. Ganz schön eine kleine Ver auf einer Bank. Ja. Alles klar. Verschnaufpause. Wo leben wir hier denn? Leben wir hier in. Keine Ahnung wann. Hier links müsste ja bestimmt einer sein, ja. Und das Labor. Okay, auf zum Labor. Naja, das Event ist echt nicht wirklich toll. Das ist. Ja, das ist echt. Ich finde es schon ein wenig peinlich, ja. Das Event ist viel zu klein, hallo? Das habe ich ja in 5 Minuten fertig, dieses Event. Auf der Insel, da muss man zumindest noch ein bisschen überlegen. Aber hier? Ich weiß ja nicht, ey. Ich weiß ja nicht, wer sich das hier ausgedacht hat. Das Hochzeitsevent wird wahrscheinlich auch nur 10 Minuten gehen. Nee. Weg hier. Weg hier. So, gehen wir noch runter und oben müssen wir gleich mal gucken bei den Bildern. Ob das Event da überhaupt stattfindet. Ich glaube nicht. Aber vielleicht überrascht uns da hier Nintendo. Ah. Guck mal, das Event macht mich jetzt schon müde. Das gibt's ja nicht. So, hier haben wir auch die Synapsiden. Entfernte Verwandte der Säugetiere, na sowas. Ja, cool. Dann gehen wir jetzt noch hier hin und dann war's das wahrscheinlich mit dem Event.
Mann. Was sind das für Silhouetten dahinter ihnen? Alles klar. B schließen. Toll. Das Event war so großartig. Es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, so ein Event kommt nicht nochmal. Danke, Nintendo, für diesen Museumstag. Der hat mir viel beigebracht. Wirklich. Wirklich, wirklich. So, Eugen. Oh je, ich bitte um Pardon, was sehe ich? Mein Nachtaktteam hat. Sie haben die Stempeljagd. Oh, super. Danke. Ja, wow, die Komplettierung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe ja die anderen auch fertig. Ja, super, ne? Nee. Nein, nee, kann es nicht. Dann sind die verschwommen, wenn ich sie auf mein Laptop lade. Oh, danke schön, Eugen. Bin doch schon fertig, oder nicht? Ich habe nämlich nur eins. So, ich will jetzt hier so einen schönen Boden oder so eine schöne Wand haben. Oder so eine Treppe im Haus, wäre auch ganz cool. Ja. Für die Teilnahme und hoffe, Sie werden unser Museum auch zukünftig beehren. Wie war's das? Wow. Fischwandschmuck von. Oh, ach, das sind diese Abzeichen hier wahrscheinlich. Ja, Leute. Oh, sorry. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's schon. Echt. Das ist ja echt. Wow. Das Event hat so viel Spaß gemacht. Ich kann es nicht glauben. Guck mal, kriegen wir hier irgendwie einen tollen Emote? Oh, ja, so viel Spaß hat es immer gemacht. Ah, Leute, das ist so langweilig, dieses Event. Also wirklich. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, Kameto. Haut rein. Und ich wünsche euch einen schönen Museumstag. Tschüss.